Release. Und dann konnten die halt nicht mehr Bad Company spielen, die halt das immer noch gespielt haben. 5 Jahre später nach Release, 3 Jahre später, also schon reife Leistung. Und dann sagen die halt noch kein Battlefield 3 und sagen sich, ach gut, jetzt geht's eh nicht mehr. Jetzt kann ich nichts spielen, jetzt kaufe ich mir vielleicht doch noch schnell Battlefield 3. Probier das nochmal aus, 2 Monate lang, bis Battlefield 4 kommt oder so. So, und genau da verkaufen sie nochmal einen ganz schönen Stapel von den Battlefield 3. Jetzt kostet es nur noch 10 Euro, habe ich von einem gehört, vom Hedler. Unserem ehemaligen Triple Sniper Match Mitspieler. Ja, der hat mir geschrieben, das ist nur noch für 10 Euro. Ich weiß nicht, ob es nur die Limited Edition oder. Ja, Limited Edition, aber halt mit Premium. Ich glaube, da kostet es 20. Und ich habe 100 auch bezahlt. Voll billig. Ja, ich habe 100 bezahlt. Ich auch. Ich werde mir Premium aber auch nicht holen für Battlefield 4, auf keinsten. Irgendwas, ja, genau das muss ich mir sagen. Andy hat sich ja die PS3. Muss ich leicht schmunzeln jedes Mal, wenn ich das erzähle, weil wie war es letztes Jahr? Da standen wir im Tiner drinnen und hat er, also im Expert, standen wir drin, hat er gesagt, soll ich mir jetzt die PS3 holen oder nicht? Da sagte ich so zu ihm, naja, ich will es mir nicht holen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, nächstes Jahr kommt die PS4 raus. Und dann er so, glaube ich nicht, und wenn, ist mir auch egal. Und jetzt haben wir 2013 und die PS4 kommt raus für 400 und er hat sich, keine Ahnung, die Lassie 3 für 200, glaube ich, gekauft. Ja. Die Super Slim oder wie die heißt. Und ich krieg, auch wenn er sagt, ihm ist egal, das glaube ich ihm nicht. Ja, ich würde es halt schon ankotzen, weil, gut, er verdient ja gut, aber ich habe jetzt auch gesagt, nee, von meinem Laptop-Trip komme ich jetzt runter. Scheiß drauf, habe ich lieber einen gescheiten Intel-Prozessor, mein PC ist top und ich hoffe, dass ich mal, hoffentlich spätestens nächstes Jahr meine 100.000er habe, falls, ja, das Kabel-Internet. Ja, ich hoffe auch. Dass sie vernünftig sind, dann kann ich endlich mal gut hochladen und endlich mal lagfrei spielen, dann kann ich auch Battlefield 4 vielleicht wieder spielen, wenn es nicht ganz so schlimm ist, weil der Netcode kann ja nicht gefixt werden. Es wird immer so schlecht bleiben, aber es kann halt minimalst gepatcht werden, verbessert, aber auch natürlich bist du besser dran mit einem besseren Ping, mit einem besseren Internet, ist klar. 100.000er, das wäre schon was. Ja, sag mal, kurze Frage. Was meinst du schaffst es noch alles bei dir rauf auf dem Anhänger, auf dem Ladewagen? Ja. Gut, weil da muss ich nicht mehr kommen. Dann leere ich jetzt ab. Ja, das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Der vor allem am Abend, sehen die Farben so schön aus am Himmel, gell? Mhm. Schon toll jetzt, ja. Toll. Es läuft flüssig, ja, das Beste. Als wir das erste Mal aufgenommen haben mit Dick Story, da hatte ich schon richtig so einen richtigen Frust. Dachte ich jetzt, das kann ich, okay, jetzt bekomme ich auch nur noch 20 FPS. Nee, das war jetzt nur an der Stelle. Alter, 18 FPS. 16. Hab ich grad gesagt. Nee, jetzt habe ich wieder 30. Warum ist jetzt leckt, weiß ich auch nicht. Du hast da schon alles abgekippt. Ich weiß gerade selber nicht, warum es gerade so viel schluckt. Vielleicht wegen, weil wir schon eine Stunde aufnehmen, was weiß ich. Keine Ahnung. Das ist auch egal. Na, komm schon. Jetzt. Komisch, das Gras sieht so anders aus und hier sieht es wieder auch anders aus. Komisch. Bei mir geht auch ein bisschen mehr rauf als bei dir. Aber während du noch sammelst, kann ich gleich mal den Ursus heimfahren. Wo ist er denn? Hier ist er. Aber bist du schon auf dem Weg? Nee, da ist noch so ein kleines Fleckchen. Ach so. Ich fahr schon mal vor. Realismus bitte. Ja, bin ich angekommen. Aber ich würde es auch freuen, wenn wir. Ich habe ja letzte Woche bei meinem Vater im Holz gearbeitet, die ganze Woche. Im Holz? Ja, im Wald. Holz. Nett mal. Ja, so. Ich weiß schon, was das ist. Du bist ja auch Bayer. Hallo. Von genau, Haus, deswegen. Ich bin Bayer. Gibt's ja eh, glaube ich, einen Horst. Ein Horstmod, ja klar. Ne, ein Forstmod, ein Forstholzmod. Ist ja schon wieder Forst. Jetzt fast sogar. Sorry, ich hab grad so ein Lachflash. Alter, nee, nicht ins Feld. Leg. Ja. Nee, jetzt sage ich es aber richtig. Forst. Forst. Nee, Forst- und Waldmod gibt's ja.
denke ich, weiß ich nicht, ob es den schon gibt, aber oder gab es auf jeden Fall mal für LS11, 13, weiß ich nicht. Aber es wäre cool, wenn sie das standardmäßig im Spiel auch machen würden, das wäre super. Schon? Weil, ja, mit halt Prozessor und so weiter, also Prozessor, dieses Gerät, das die Bäume fällt und hier rausschleppt, ne? Nimm auch Prozessor. Kein Intel. Der ist nicht von der Marke Intel. Stopp! Ja, wunderbar. Ich dachte, du fährst jetzt links. Warum denn? Na, dann fahr ich jetzt links, aber nicht ram. Rechts vor links? Kennst du es? Ich geh links vor rechts. Alter! Ja, ja, ist klar. Das Licht schluckt, weiß ich jetzt auch gar nicht. Hey, du hast da schön... Alter, das lobe ich mir. Was denn? Hast du schön gemacht, schön einrangiert. Danke. Sehr, sehr schön. Aber jetzt gehen wir noch gleich ans Dreschen über, weil es nicht, dass jetzt wirklich es bald regnet und dann stehen wir wieder da. Begossene Pudel. Kannst du mal den einen Ladewagen, ja, oder soll ich von dir? Ja, du kannst da so jetzt auch rückwärts reinfahren, es geht schon. Ich fahr den gleich weg. Ja, wunderbar. Abgehängt. Abgehängt, abgehangen. Na, ich mit meiner Wortwahl wieder. Bei uns einen in der Fahrschule. Warte, wo ist einer in der Fahrschule? Nee, bei uns mal einen in der Fahrschule. Was? Das war, glaube ich, Staplerschein oder so war das. Ach so. Da hat irgendeiner so gefragt. Ja, keine Ahnung. Weil man, bei uns in Bayern sagt man ja eigentlich so umgangssprachlich nicht Anhänger, sondern Hänger. Ja, Hänger. Und dann hat einer so gesagt, ja, wo der Hänger ist, dann hat der eine gesagt, ja, du hast in deiner Hose den Hänger. Das nennt man einen Anhänger. Soll ich jetzt lachen oder weinen? Keine Ahnung, bei mir. Mein Chef heute auch, kommt so ins Lager und hat mich so gefragt, und hängt er richtig? Sicher. Weiß ich nicht. Nee, im Lager, ja, im Lager geht's ab. Nicht wegfahren, nicht umfahren, nicht umfahren. Lichthupe. Sehr schön, wie du das kannst, das freut mich. So, halt schon ein bisschen mehr, jetzt passt es wunderbar. Ich hänge gleich mal die Hänger an, die Hänger, den Hänger. Den Hänger hast du. Guck mal, ob bei dem alles hängt. Der ÖLW ist schon da, glaube ich, ne? Wer ÜBB? Überladewagen. Der ÖLW. Ja, das dürfte, glaube ich, passen. Jumbo. Kennst du einen Jumbo-Schreiner von Galileo? Oder ja. ProSieben? Was, der ist Jumbo Schreiner? Ja. Mit Vorname? Walter. Jumbo! Ja, Jumbo ist ein toller Name. Ja, immer, ich weiß den Vornamen nicht. Ich weiß nur, dass er Jumbo Schreiner heißt. Jumbo, ja. Naja. Auf der Reise immer noch dem besten Fressen. Also, was guckst du jetzt neuerdings auch wieder? Galileo schon lange nicht mehr. Ja, ich bin so froh, ich weiß, wie lange ich schon keinen TV mehr geguckt habe, außer Formel 1. Gar nichts, also ich bin aufgewachsen als TV-Suchti mit Barbara Salisch, King of Queens und Richter Alexander Holt. Ja, okay, King of Queens ist geil, das habe ich damals schon gern geguckt, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich kaufe mir alle Folgen. aber leider habe ich ja keinen Premium-Zugang mehr und jetzt ist es ein bisschen blöd, jetzt werde ich in 2 Wochen komme ich sowieso in das Messer. Und da rentiert sich jetzt nicht erst ab Weihnachten oder so, oder wenn ich wieder da bin, werde ich mir wieder was holen. Auch Formel 1 bei Börse ist eine coole Seite. Haben sie sogar die ganze Saisons. Saisons. Ja. Saisonen. Nee. Die Saison 2005 und 2006, in der Alonso Weltmeister wurde, wer mich kennt, oder sagen wir mal, ihr kennt mich. Keiner kennt dich hier. Ihr wisst, dass ich Fernando Alonso-Fan bin. Noob. Früher natürlich Schumacher. Kacke. Was soll ich hier jetzt mitnehmen? Was für ein Laut, was für ein Wagen. Erstmal nicht. No, doch. Häng mal einfach rein. Stopp. Ey, Florian. Realismus. Rückfahren, rein. Den MR Interpenne. Warte, komm rein. Fahr rein hier. Okay. Ich leuchte dir den Weg. Wie wieder alles umfährt. Jetzt müsste schon das Dach eingestürzt sein. Versuche jetzt wenigstens realistisch reinzukommen, okay. Den da, oder was? Ja. Kommst du nicht hin.
Ja, wir da trinken. Duck, duck! Alles wieder weiß. Ankuppeln. Alter! Lexion 77 Terratrak Cat Version. Sehr geiles Teil. Extrem geiles für 320 Euro. Spitzenschnäppchen. Nee, ist gut, weil vorhin der Lexion 57 hat leider nicht funktioniert. Jetzt ist das der einzige, den wir uns vom Preis leisten können, damit wir überhaupt dreschen können. Deswegen habe ich mir den gekauft. Und zu welchem Feld willst du denn hinfahren? Ja, warte mal. Da, wo schon alles steht, okay. Ja, nee. Ja. Jetzt Pest so. Das lässt sich der Mutter wieder nicht ausschalten. Ich habe mal auch eine Idee wegen Commentaries und so, ich weiß nicht. Es gäbe ja genug Themen, aber das ist so viel Vorbereitung immer und so viel Gameplay. Wir haben doch jetzt eh schon ein Commentary gemacht, sozusagen. Ja, und jetzt erstmal ein Gameplay von Battlefield 4 schaffen, das gut ist. das wird schwer. Jo. Von dem her. Was, Noob? Wer? Ich, Noob, du gesagt haben. Ich muss jetzt mal kurz was trinken. Achso, Entschuldigung. Ich hab verstanden, ich wäre Noob. Okay, passt schon. Das ist ja extrem geil. Strohhäcksler an. Okay. Arbeits N, oder? Arbeitsmodus M, nicht N, ja, verdammte Kacke. Ah, das ist so geil mit den Lasern, das haben sie so geil gemacht, die Leute. Danke an diesen, an den Modder. Danke! Ah, das hab ich so gemacht. So optimal mit diesen Zusatzkameras, da kann man dann schön gucken. Es ist, für den Abend ist es jetzt eigentlich sinnlos, deswegen mach was weg. Licht haben wir. Was soll zwei, ich derweil eins, machen? 2, 3, 4. Wunderbar. Was du jetzt machen darfst. Ja, Chef. Mit dem Überladewagen hinterherfahren. Nee, oder? Doch, erstmal anhängen. Was? Und was denn für ein? Darfst jetzt eben mit John Deere fahren, freu dich. Ja, mit deinem, mir egal mit welchem. Fahr ich mal mit deinem am Glas. Ja, oder? Nee, mir egal. Weil da geht einiges rein an Schluckmaterial. Also an, an Getreide. 30 Tonnen. Ich weiß schon ein bisschen viel, aber. Gut. Dann fahren wir mal. Wie schnell, ich bin jetzt gespannt, wie schnell das er fährt. Bestimmt 20. Schon wieder zu schnell! Ist ja gar nicht. Ja, okay, 8 passt. Ne, das passt. Und jetzt fährt er wieder 10. Leckt ein bisschen, gell? Ja, 8. Jetzt passt's. Mit 8 kann man. Ich soll jetzt hinterher fahren. Ja, nicht so ganz, ja. Was das Coolste ist beim Häckseln? Weil da müssen wir zu zweit fahren, das heißt. Du weißt ja einen Maishäcksler, ne? Ja. Ja, so weit musst du jetzt nicht verfahren. Bleib nur ein bisschen hinten, bitte. Du kannst dann im Schneckentempo mit Tempomatstufe 4 und dann gehst du mit dem Bild ab ganz runter auf 10%. Dann fährst du 4 oder so, 3. Das wäre was. Ja, perfekt. Ja, bei Maishäckseln kannst du ja so machen. Der Helfer geht nur, wenn kein Hänger dran ist, ja? Und ich habe halt immer so gespielt bei der Westbridge Hills Map, dass ich einen Hänger dran gehabt habe und bin selber gefahren. Mit 8 km/h ist natürlich relativ langsam und er nimmt ja auch nicht gerade die größte Breite. Hat mich halt schon ein bisschen angekostet, weil es so lange dauert. Dann habe ich mir gedacht, gut, wenn du mit Flowdown spielst, dann können wir es eh so machen, dass einer halt fährt, der eine fährt nebenher mit gleichem Tempo mit dem Anhänger dran und da lade ich dann über. Aber beim Helfer ist es auch so, also der Helfer fährt alleine, wenn du keinen Anhänger dran hast, dann musst du halt nebenher fahren und schmeißt die das Häcksel gut rüber in den Anhänger. Und ja, so funktioniert das ganz gut. Ah, das sieht so geil aus, ich könnte wieder kotzen. Vor Geilheit. Vor ja. Geilheit. So viel ist da nicht dran, wie ich sehe. Müsste eigentlich schon mehr Prozent haben. Dafür, gut, es gehen ja auch 20.000 rein, aber ist natürlich, glaube ich, auch nicht gespritzt, deshalb. Und der Ertrag, naja, wie viel kriegen wir? Jetzt muss ich mal gucken. Was? Für den Raps? Ja gut, mehr als für den Weizen. 238, das ist ein Zehntel von dem, was wir normalerweise bekommen. Also wir müssen eigentlich nur noch Hanf anbauen. Warum denn? Bringt das so viel?
Ja, 1000, wenigstens 1300. Auch noch wenig, aber. Tja, next what? Ja, Hand fürs Billig. Auch so schön, dass sie jetzt, dass sie schön langsam andrehen, die Haspel und das Schneidwerk sich langsam anschaltet. Das ist eine super Sache. Sieht das jetzt hier eigentlich aus, wie das reinfällt? Guck mal, Innenansicht. Jetzt wäre die Kamera ganz gut. Wo war die? Hier, nee. Zusatzkameras. Oha! Nee, 5 brauchen wir. Das ist echt optimal. Suboptimal. Oha, das war schon wieder fast zu weit. Ja, guck dir das an, wie ich jetzt fahre mit der Innenansicht. Das ist echt perfekt. Das ist aber komisch. Wenn man will ja eigentlich gucken. die Innenansicht und ja gut, ihr könnt jetzt zusehen. Weil ich. Wow! Ich muss mich da konzentrieren, dass ich nicht zu weit abdrifte. Ja gut, die Kameraeinstellung ist. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, aber. Es ist auch schon schwer, das so zu erkennen. Wenn die ein bisschen weiter nach oben gerichtet wäre, wäre es gut. Na, die Zuschauer können ja jetzt schön hingucken auf, Oh, Herzstechen. Echt? Mhm. Ich sag auch immer, ich habe Herzschmerzen, obwohl, mein Herz sticht oder so, weil es die rechte Brust ist. Man misst die linke. Ja, vielleicht ist dein Herz rechts? Nee. Es ist voll cool, solche Leute, die wohl dann auch noch erschossen werden, angeblich, wo ins Link, was weiß ich, irgendwelche Gangster, was weiß ich, böse Menschen. 50 Cent. Zum Beispiel. die ihr Herz auf dem rechten Fleck haben, am rechten Fleck, und der linke Fleck ist da halt gar nichts und dann werden sie erschossen und dann sterben sie nicht, weil das Herz auf der anderen Seite ist. Also solche Fälle gab es ja wirklich, da muss man schon sagen, der hatte... Mehr als Glück. War schon fast wieder Pech. Ah, du bist da schon langsam, wunderbar. Nee. Das lobe ich mir wirklich. Naja, ganz ordentlich hat er das Feld hier nicht angebaut, aber das verzeihen wir ihm. Oh, nee. Ah, dafür gibt's ein Todesurteil. Also, nee, das geht nicht. Also, muss ich schon sagen, tut mir leid, Bulgur. Das ist übrigens der, der die Map gemacht hat. Da hätte man schon ein bisschen genauer arbeiten können, aber gut. Realistische Fehler, die im echten Leben auch vorkommen. So wie Müdigkeit, die auch mal vorkommt im realistischen Leben. Bei mir gerade eben, das nennt man dann ein Ruf des Schicksals. Willst du mal fahren? Nee. Okay, du fährst. Komm. Pop. Boah, das sieht man ja nickes. Ja, Licht an. Warum schaltest du kein Licht an? Ja, Innenansicht und dann die Kamera ist eh noch offen, oder? Auf der rechten Seite ist die Kamera. Nee. Nicht? Wunderbar. Du wärst jetzt hoffentlich mit Stufe 4, was weiß ich. 8 fährst, wenn du 8 fährst, dann passt. Also weiß ich, ist die Stufe 1. Alter, warum 4? Ist die Stufe 35, Mann? Stufe 4 müsste ja nicht passen, oder? Ja, Stufe 4 ist 35% gewesen. Ja, wie viel km/h? Alter, du fährst vernünftig, lässt fängt ganz schön was aus, gell? Ja, wenn es gerade voll gespackt hat, Junge. Gespackt hat, Junge. Ah, sogar die Messer, bleib mal kurz stehen. Nee, sorry. Sogar die Messer gehen, das ist echt geile Scheiße. Extremes Holz. Ich habe gerade noch eine Idee. Wow. Was ist mit der Kamera? Hä? Keine Kamera angeschlossen. Ja, du musst auswählen. 1, 2, 3, 4, 5 mit der Maus, wenn du Leertaste gedrückt. Weißt schon. Was für eine Kamera soll ich da nehmen? Keine. Die 5, glaube ich. Das ist die auf der rechten Seite beim Laser. Ich hänge jetzt mal den Harve hier ab und hol gleich einen Grubber. Ihr habt mich da immer kritisiert, dass ich immer gleich so viele Sachen auf einmal mache, aber da ich jetzt wirklich nichts zu tun habe, ist es, glaube ich, die beste Option. Was ich gleich noch machen muss, Silageschild kaufen, das kann ich gleich machen. Silageschild kaufen, verdichten und... Aussüchtig. Nee, das ist wirklich notwendig. Notwendig? Notwendig, jo.
ist es hier eh nicht, Silage gibt es nicht.